Thank you.
Also. Was hören. Zeit zum Sterben. Man kann alles reparieren. Waffen, Computer, Menschen. Man braucht nur die richtigen Werkzeuge. Du bist an diesen Ort hier gebunden, Kind. Deine Energie.
es stimmt. Ich habe letztes Jahr eine Kugel in den Hintern bekommen. Hey. Hast du die Baseball-Relikte, um die ich dich... Ich habe alles da. Dein Mut gefällt. Oh, dieser Baseball. Oh, schau dir die Karte an. Oh, schau dir das Leder auf. Das ist alles auf der Liste. Hey, Mo. Du bist der beste Baseball-Sammler, den ich seit langem kennengelernt habe. Danke nochmal, dass du mir diese Relikte beschaffst. Was? Was glotzt denn du so? Hallo. Hier bei uns nennen wir deinen Haarschnitt den Plünderer Spezial. Die kleinen Blutflecken geben dem Ganzen eine persönliche Note. Wäre vielleicht mal wieder Zeit für einen neuen Schnitt. Ja, okay. Setz dich, entspann dich und lass mich ein bisschen zaubern. Hey, vielleicht soll... Lest in der neuen Ausgabe. Der Blick eines Fremden. Hab das Interview mit dir gelesen. Das, was du am Ende gesagt hast, dass man Hoffnung haben soll, sieht aus. Geht's los? Sei still, Yefim. Okay. Sag mir, Diamond City Radio ist schrecklich, oder? So schlimm, dass man sich am liebsten die Ohren abschneiden würde? Ja? Ja, es ist ziemlich übel. Das sage ich Yefim auch immer. Es muss etwas passieren. Das Radio ist schlecht fürs Geschäft, macht die Kunden sauer. Entweder haben wir wütende Kunden, die einem schlechten DJ zuhören, oder wir haben gar keine Musik und gelangweilte Kunden. Vadim! Es ist wahr. Hör nicht auf meinen Bruder.
Jemand muss ihn aus dem Weg räumen. Wir brauchen einen neuen DJ für das Radio. Ich glaube, es würde nicht vielen Leuten auffallen, wenn er, du weißt schon, verschwinden würde. Hört sich gut an. Okay, pass auf. Es muss leise passieren, ohne Aufsehen zu erregen. Vielleicht lockst du ihn aus der Stadt. Okay, das reicht. Vadim meint das nicht ernst. Er will Travis nicht wirklich tot sehen. Okay, also, was ist hier wirklich los? Tut mir leid. Wir haben uns nur einen kleinen Spaß erlaubt. Es stimmt. Nur Spaß. Travis ist ein guter Freund. Jefim und ich machen uns Sorgen um ihn. Armer Travis. Er bemüht sich, aber ihm fehlt das Selbstvertrauen, das man für diesen Job braucht. Ja, und eigentlich auch alles andere. Und deshalb ist er immer so komisch. Er glaubt nicht an sich, weißt du? Er erwartet, dass er bei allem versagen wird. Und so ist es dann auch. Naja, sowas lässt sich ja ändern. Genau, das habe ich auch Jefim gesagt. Geh schon, du Spielverderber. Mach dich wieder an die Arbeit. Wir finden einen Weg, Travis zu helfen. Du, komm! Komm mit ins Hinterzimmer, da reden wir über den Plan. Du siehst müde aus. Brauchst du ein Zimmer? Vielleicht später. In Ordnung. Die Mauer sieht echt wieder richtig gut aus. Schätze, Abbott hat neue Farbe gefunden. Die meisten Leute bestimmt. Was willst du, Vadim? Ich bin froh, dass du mir helfen willst. Im Gegensatz zu meinem nichtsnutzigen Bruder. Travis ist ein guter Kerl. Er hat ein besseres Leben verdient. Ich helfe gerne. Okay. Also, Travis muss an sich glauben, ja? Daran glauben, dass mehr in ihm steckt. Weißt du, was das super funktioniert? Eine Kneipenschlägerei. Warst du schon mal bei einer dabei? Bin noch keinem begegnet, den ich nicht hätte umhauen können. Ausgezeichnet! Denn du wirst Travis helfen, seinen ersten Kampf zu gewinnen. Ah. Ich will hier im Dugout einen Kampf inszenieren. Nichts Großes. Wir wollen nur, dass Travis seinen ersten Kampf gewinnt und sich danach besser fühlt. Ich will, dass du dabei bist, damit es echt aussieht. Was meinst du? Klingt das gut? Ich bin dabei. Wann fangen wir an? Warum nicht so schnell wie möglich? Ich habe Kontakte. Leute, auf die ich mich verlassen kann. Sehen sehr gefährlich aus, aber für Geld gehen sie auch zu Boden. Sie fangen hier im Dugout Streit mit Travis an. Du mischst dich ein und sorgst dafür, dass er keinen Rückzieher macht. Dann machen du und Travis sie fertig. Wird nichts Ernstes. Und Travis wird sich danach besser fühlen. Ganz einfach, oder? Ich habe alles für 6... Ich hab mir so viel mehr von meinem Leben erwartet als das hier. Hey, Jefim. Brauchst du ein Zimmer? Glück ist eine launische Sache. Man muss es festhalten, wenn sich einem die Gelegenheit bietet. Entschuldigung? Hey, was ist mit dir? Söldner? Karawanenwache? Weder noch. Normalerweise erkenne ich Söldner und dergleichen sofort. Vielleicht besitzt du auch einfach nur diese bewaffnet und gefährlich Aura. Wie dem auch sei, ich entspanne mich ein bisschen und erzähle Geschichten, während ich auf den nächsten Job warte. Ich war schon überall. Hab Walls gesehen, Vorkriegsruinen und jede Menge Monster. Du warst schon mal in einem Vault? Ja, schon mal von Vault 81 gehört? Sie sind ziemlich reserviert, aber ab und zu lassen sie neue Leute rein. Dann lass mal deine besten Monstergeschichten hören. Ich stamme aus Diamond City. Wenn du über was wirklich Erschreckendes reden willst, dann lass uns über das Institut und seine Synths sprechen. Geh besser nicht nach University Point. Glaub mir, du willst nicht wissen, wozu sie fähig sind. Du erkundest also alte Ruinen? Letztens hatte ich mir Salem vorgenommen, eine sehr alte Stadt im Norden. Hab es aber nicht bis dahin geschafft. Hab auch ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Region.
Wir sehen uns, Hawthorne. Klar, lass es ruhig angehen. Lass dich nicht von meinem Mann in diesen Unsinn hineinziehen. Bist du hier, um eine neue Möglichkeit zu finden, ihn zu ruinieren? Wenn du hier nicht wohnst, bist du ein Niemand, kapiert? Mabel! Schöner Tag, was? Jenseits der Mauer wirst du es nicht schaffen. Also schmeiß dich hier nicht so an mich ran. Mach nicht. Okay, ich mach normalerweise nicht. Oh Gott. Deshalb. Nichts mehr. Thank you.
Das Schloss kriege ich nicht auf. Scheiße, das sieht nach einem Hinterhalt aus. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe hey, schon Geister. Wer ist da? Ach, ist süß, du Wurm. Thank you.
war das?